Hallo Martha, guten Tag. Hallo. Ja, du bist jetzt wieder zu Hause. Froh, wieder zu Hause zu sein, nach einer Woche. Ja. Ja. Aber erzähl uns mal, wie die 5 Tage, die ihr zusammen wart, wie ihr die verbracht habt jeden Tag. Wir mussten halt aufstehen. Dann haben wir gegessen im Hotel, mussten wir ins Zimmer. Und dann hatten wir halt immer ganz komische Uhrzeiten wie 9.27 Uhr oder 8.48 Uhr, wo wir runterkommen mussten. Ja. Dann, haben wir einen Kreis gemacht und dann mussten wir durchzählen. Dann sind wir zum Kino gegangen, da haben wir auch wieder einen Kreis gemacht und durchgezählt. Dann sind wir ins Kino gegangen, haben uns auf unseren Platz gesetzt und dann ging es los. Wie viele Filme habt ihr da insgesamt geguckt? 33 Filme, aber wir haben nur bis Mittwochvormittag geguckt. Ja. Und dann ging ja halt die Juryarbeit los. Was war denn die Juryarbeit? Wie habt ihr das denn gemacht? Also dann die Filme. Man hatte eine Spontanbewertungsliste und dann wurde es ausgezählt. Und dann, welcher erste Platz war, entscheidend und so. Und dann wurde abgestimmt. Wer für den Film war, hatte die Hand gehoben. Und dann musste man positive Argumente sagen. Ja. Die dagegen waren, mussten negative Argumente sagen. Und wie war das? Wart ihr alle einer Meinung? Ja, also in der Kategorie Kurzfilm hat ja Fuchs für Edgar gewonnen. Und da waren sich alle einig, dass der gewinnen sollte. Aha. Aber sonst waren wir nie uns einig. Ah ja, also ihr habt dann nachher immer alle diskutiert. Ja, aber dann habt ihr eine Meinung nachher vertreten. Ja. Und was hat dir bei dieser ganzen Woche am meisten Spaß gemacht? Die Ausflüge. Die Ausflüge? Ja. Ah, wo seid ihr hingefahren? Also einmal waren wir in einem Eisenbahnmuseum, da durften wir mit einer alten Diesellok fahren. Und dann waren wir auch noch im Schwimmbad. Und hast du irgendwas über Gera? Und nachher, ihr wart ja gestern am Samstag, wart ihr doch noch in Erfurt zur Preisverleihung. Nein, hast das war am Freitag. Ach ja, gestern war ja Samstag. Also am Freitag war er bei der Preisverleihung. Ja. Hast du irgendwas über die Städte gelernt? Warst du vorher schon mal da? Also nein, in Gera und Erfurt noch nicht. Also ich wusste schon, dass es Erfurt gibt, aber bei Gera kannte ich den Namen gar nicht. Ah ja. Aber es ist wirklich schön in Gera und Erfurt. Na, wunderbar. Also das heißt, du fährst vielleicht nochmal hin oder ganz sicher sogar nochmal. Ja. Wie lief denn diese Preisverleihung ab? Was hattet ihr als Jurymitglieder denn da für Aufgaben? Also, eine Aufgabe war, die anzukündigen und der Gewinner in der Kategorie ist Trommelwirbel und dann den Sieger zu sagen. Ja. Das war eine Aufgabe. Ja, und wer hat die gemacht? In der Kategorie Unterhaltung habe ich die gemacht. Ah ja, mach nochmal. Wie geht das? Und der Gewinner in der Kategorie Unterhaltung ist, und dann habe ich den Gewinner gesagt. Ja, ah, ja. Und naja, und dann gab es noch eine Aufgabe, die Urkunde zu überreichen, dann den goldenen Spatz zu überreichen und dann zu begründen, wieso dieser Beitrag einen goldenen Spatz verdient hat. Wir waren 4 Kinder, manchmal 4 oder 5 Kinder in einer Gruppe. Ja. Und dann haben wir das aufgeschrieben und dann wurde es abgelesen. Wenn du jetzt, nachdem du so viele Filme gesehen hast, guckst du denn jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Fernsehen guckst, wirst du dann Filme mit anderen Augen sehen? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben da gelernt, dass Filme, die für etwas kleinere Kinder sind, man sollte sich dann auch in die Situation von kleineren Kindern versetzen, wie die das finden würden. Und dann würde man das jetzt auch mit anderen Augen sehen. Du kannst vor allen Dingen für andere Kinder empfehlen, nächstes Jahr gibt es den Wettbewerb ja wieder, dass sie sich darauf bewerben und dass sie mitmachen, weil das war alles in allem doch eine sehr schöne Erfahrung, oder? Auf jeden Fall. Also es lohnt sich, sich da zu bewerben? Ja, also die von den Betreuern waren auch schon viele beim Goldenen Spatz als Jurymitglieder. Ja, aha. Und ihr habt gesagt, ich habe gehört, dass auch Schauspieler da waren. Ja. Welche waren das? Also von einem Film, die Hexenprinzessin, da war die beste Schauspielerin Zottel. Aha. Die heißt eigentlich Charlotte Krause. Ja. Und die war bei der Preisverleihung dabei.
Und dann von den anderen Filmen waren halt Regisseure oder Produzenten da. Ah ja, gut. Und da waren da bestimmt viele, viele Leute, ne? Ja, die Eltern und ja und die Großeltern, und die waren in einem Zelt und haben das auf dem Bildschirm geguckt. Ah ja, gut. Ja. Na, dann viel Spaß für weiterhin viele Filme gucken. Ja. Und Interesse für Kinderfilme. Ja. Und vielen Dank für das Interview. Ja. Tschüss. Tschüss.